Einfach straight durch ein Hochhaus im 6. Stock fahren, denn da geht die Autobahn lang. Wo auch sonst? Die haben in Japan, wo es das gibt, extra ein Gesetz erlassen, dass man Häuser und Autobahnen ineinander bauen kann. Ich feier das. Der Grundstücksbesitzer wollte nämlich ein Hochhaus bauen und die Autobahngesellschaft wollte halt eine Autobahn haben. Also haben die das einzig Logische gemacht. Beides ineinander bauen. Wer kennt's nicht? Die Autobahn geht jetzt durch den 5. bis 7. Stock, der insgesamt 16 Stockwerke. Und durch guten Schallschutz bekommt man auch im Haus selber nichts mit. Und dann kann man dort...